Hallo, wir sind live zurück mit einer Sondersendung. Ob sich Chemie Leipzig und Trainer Krolek das Debüt in der Bundesliga anders vorgestellt haben? Ja, ein. Man war sich immer bewusst, dass dieser Sprung ein anderer sein wird wie noch die 2 Jahre zuvor. Jedoch hat man den ein oder anderen Transfer völlig falsch eingeschätzt. Man erschaffte sich ein hausgemachtes Torwartproblem, da man aktuell keine klare Nummer 1 hat. Beide Keeper schwächeln und zeigen unkonstante Leistungen. Die Innenverteidigung strahlt keine Sicherheit aus. Stefan de Vrij mausert sich als Flop-Transfer, obwohl er die Viererkette führen sollte. Und auch Christian Pulisic und Kasper Kusk bleiben hinter ihren Erwartungen. Krolek bewies diesen Sommer kein glückliches Händchen bei den Transfers. Scholl könnte man hier als einzigen ausklammern, aber auch er ließ sich teilweise von der Unsicherheit seiner Nebenmänner anstecken. Resultat daraus, erbitterter Abstiegskampf steht nun auf dem Programm. Krolek schaffte es nicht, die Wunschkandidaten für das Projekt BSG begeistern zu können und musste sich dann phasenweise mit den B-Lösungen zufriedenstellen. Und nein, ich rede hier aktuell nicht über den FC Schalke 04. Autsch! Was in der aktuellen Phase für Krolek spricht, ist, dass er noch nie mit einer Mannschaft abgestiegen ist. Selbst mit Rot-Weiß Essen rettete er sich mit einem Fotofinish. Man wollte die Winterpause dafür nutzen, um den Sommer wieder gerade zu biegen. Was man nicht bedacht hatte, der Markt ist aktuell tot, in Kombination mit dem aktuellen Abschneiden des Vereins ist man nicht mal attraktiv genug, die Leute zum Verein zu lotsen, die auf dem Markt sind. Und zu allem Überfluss kommt dazu dann noch die Verletzungswelle im Team. Eine Sache, die man verbessern wollte, allerdings eher verschlimmerte mit der Personalie Werner Leuthardt, der sich im Übrigen keiner Schuld bewusst ist. Die sollen laufen und nicht heulen. Verletzen können die sich in ihrem Urlaub. Solange hier Spielbetrieb ist, werden Medizinbälle jongliert. Punkt Ende aus. Einsicht sieht anders aus. Wir haben aktuell ein kleines Teamproblem. Der Kader wirkt auf mich unglücklich zusammengesetzt. Das muss ich mir zum Teil selber ankreiden. Allerdings müssen wir mit dem arbeiten, was wir bekommen. Und das war in dem Sommer anscheinend nicht gut genug. Und jetzt im Winter wird das Ganze nicht besser. Der europäische Markt ist gerade platt. Ich bin gerade in Überlegungen, das System ein bisschen fein zu justieren. Es ist möglich, dass wir die hängende Spitze nach vorne schieben und mit Doppelspitze in die Rückrunde gehen, da unsere Stürmer dort ihre Stärken haben und der Markt absolut 0,0 hergibt auf der Position. Ich werde mich nun in den Flieger setzen und die MLS durchforsten. Vielleicht liegt dort eine Möglichkeit für uns, uns noch einmal zu verstärken. Als erste Amtshandlung stand auf dem Tisch, Stefan de Vrij wieder loszuwerden. Rostock meldete sich sofort und überwies knapp 3 Millionen Euro nach Leipzig. Des Weiteren konnte man sich mit dem Südkoreaner Park Kyu-hyun Gesundheit vom SV Werder Bremen über ein Arbeitspapier einigen. Der 26-jährige Linksverteidiger kommt ablösefrei zur nächsten Saison. Der Vertrag wäre auch in Liga 2 gültig. Krolek reiste quer durch die USA und wurde am Ende belohnt. Der 34-jährige Connor Cody wird den Platz von de Vrij einnehmen. Man zahlte 2,8 Millionen Euro Ablöse für den Abwehrchef, der durch seine extrem hohe Führungsqualität bekannt ist. Bei New England Revolution erlang er sogar den Heldenstatus. Krolek erhofft sich, durch den Transfer den richtigen Baustein für die kommende Aufgabe gefunden zu haben. Ebenfalls fehlte ein Stürmer, da Kevin noch mindestens 6 Wochen ausfallen würde. Und hier liefert man sich gerade ein Wettbieten mit Borussia Dortmund. Aktuell sieht aber tatsächlich so aus, als würde man sich gegen den BVB durchsetzen, da der Spieler bei den Chemikern mehr Spielzeit garantiert bekommen würde. Es handelt sich um den 29-jährigen Dante Wanzeier. Der Belgier würde rund 6 Millionen Euro kosten, aktuell ist er noch bei New York Red Bull unter Vertrag. Was aber bereits feststeht, dass der Stürmer definitiv den Auftakt verpassen würde. Es bleibt eine Zitterpartie, da Dortmund immer noch mit im Rennen ist. Und mehr gab der Markt am Ende auch nicht her, sehr zum Leidwesen des Trainers. Ob das reichen wird, um in der Rückrunde nochmal anzugreifen, hängt stark davon ab, ob sich das Team endlich wieder findet. Und gerade auch die neuen Spieler endlich ihre Rolle im Kader annehmen oder weiter nur als Mitläufer agieren. Krolek war für kein Gespräch mehr zu haben, da er sich komplett auf die Rückrunde fokussieren will. Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer, ab geht die Banane. In der Rückrunde kann alles passieren, wie wir schon des Öfteren miterlebt haben. In diesem Sinne viel Spaß mit der Rückrunde in der ersten Erstligasaison. Daumen nach oben aufs Video wäre wie immer ein Träumchen. Viel Spaß!
Wansir heißt der, Wansir oder irgendwie wird der, aber der wird halt Wanseier geschrieben, was soll ich denn machen? Wenn die da kein Deutsch kann, dann ist das schwierig. Dann ist das schwierig, was soll ich machen? Mehr ist nicht auf dem Markt, Chat, gar nicht. Macht keinen Sinn, wirklich. Nur Müll auf dem Markt. Durch die Bank weg, nur Schrott. Und das, was uns weiterbringen würde, kriegst du nicht. Connor Cody, guter Mann, Heldenstatus, 9 von 10 Führungsqualitäten, aber so das Beste. Endrick, hätte ich bekommen, habe ich keinen Bock drauf. Kein Bock, einen Endrick zu holen. Der Transfer ist mir zu blöd. Cody macht den Cahill. Ja, oder den Martip. Martip, Mike Franz, irgendwie so. Aber verletzungsresistent, Heldenstatus, leider nur plus 1 und 9 von 10 Führung. Kann man machen. Ich probiere das jetzt so. Hängende Spitzen kriegst du gar nichts. Nix. Einfach nix. Und Kevin kann ja alles zocken. Aber der braucht noch ein bisschen. Ja, dran sind wir hier. Das sieht okay aus. Damit können die arbeiten. Also laut hier kriegen wir den Zuschlag. Dortmund ist da mit dran. Ich kann nichts von der Konkurrenz kaufen, Koala. Wir kriegen nichts. Kriegen nur Müll, Leute. Wirklich. Nichts, was ansatzweise irgendwie hier Sinn machen würde. Müssen einfach nur Stabilität reinkriegen. Der Kader ist jetzt nicht so kacke. Unser Problem war halt auch die Torwartposition. Ja, somit geht der jetzt erstmal hier. Ne? Macht da ein Spiel hier, der Milan. Vielleicht trifft er nicht, ich weiß es nicht. Falls der Mod am Start ist, könnt ihr für das erste Spiel eine Wette machen. Von dem muss jetzt mehr kommen, Alter, ohne Spaß. Ach, und Chat, was ich euch nicht verheimlichen möchte. Könnt ihr euch noch an unseren guten Bruder Zimmermann erinnern? Okay. Ist okay. Wann holst du die zurück? Die werden wir nie wieder zurückholen können. Die sind einfach zu stark. Auf das Level werden wir nicht kommen. Dafür sind wir jetzt zu weit weg hier vom Prestige. Und ich habe gestern bei Slivo mal reingeguckt. Der hat alles geholt, gefühlt, was geht. Und Prestige ging halt auch nie hoch. Aber wir gehen rein. Abdullah Al-Mur ist wieder verletzt. Der hat kein Spiel gemacht bisher bei Al-Hilal. Marktwert, glaube ich, 8 Millionen oder so. Komm, gegen Schalke. Schalke hat Tell und keine Ahnung wen. Die haben eine gute Truppe. Aber wir verkaufen uns teuer. Das ist ja schon mal, ein bisschen was. Connor Cody mit einem Dreier-Einstand kann man machen. Offensive immer noch nicht vorhanden. Mit dem Punkt könnte ich leben. Punkt können wir absolut mit leben, Chat. Unentschieden geht klar. Akzeptabler Start. Die Defensive steht auf jeden Fall. Und Schalke ist nicht schlecht. Schalke hat eine gute Truppe mittlerweile zusammen. Ja, der Stürmer hier ist auch nicht ohne. Viper immer noch bei Dings, wo der da... Amerika irgendwas. Dortmund Herbstmeister. So, wenn wir jetzt noch den Stürmer kriegen, dann wäre alles gut. Und den kriegen wir. Nice. Let's go. Akzeptieren. Presse. Meet and greet. Pulisic. Kein Einfluss. Gut. Balance. Torriecher rein. Yes, Sir, dann passt das. Was hat der Rüger denn hier die ganze Zeit nur im Rumheulen, ey? Tabelle im Niemandsland. Wir sind Aufsteiger. Dass das ein Abstiegskampf hier wird, war eigentlich klar. Wobei, wir haben mittlerweile, ich glaube, 7 Punkte sind wir weg von der Relegation. Den verleihen wir nochmal. Wie? Wie kann der da reinkommen? Wie? Was für Weltklasse, Junge? Wie Weltklasse? Wie? Kaum was gesehen von dem in der Hinrunde. Auch mal 17 Spiele zu 0-0. Stellt euch mal vor, wir spielen jetzt jedes Spiel 0-0. Spielerberater Adam Adamczyk, Pole. Spielerberater spricht vom großen Talent. Michael Turk, 3,5 Sterne. Einzelspieler brauchen wir nicht. Der wird ausgeliehen, zack, zack, zack. Ja, Durchschnittsnote, aber der bringt keinen Impact im Spiel. Bei den Standards, die der hat, will ich ein bisschen Vorlagen sehen. So, wir machen hier erstmal Grundgehalt höher. Um 2 Jahre. Ich glaube, ich unterschreibe das direkt. Wobei, wir können ein bisschen höher machen. Siegprämie höher. 45 Siegprämie, wäre schön. Für Aktien. 50. 50, Chat. 50 müssen drin sein. Ja, 50 sind clean, das passt. 2 Jahresvertrag. Unterschreiben wir. Gegen Gladbach. Let's go. Ich glaube schon, dass Kevin sich noch entwickelt, ja. Man ist halt belastend, zweimal so eine dicke Verletzung. Aber zur Not über der zweiten wieder reinholen. Wir werden jedes Spiel 0-0 spielen, Chat. Jedes Spiel 0-0. Defense steht. Pulisic ist echt eine Enttäuschung, ey. Der hat 2 Spiele gehabt, wo der mal wieder ein bisschen gezündet hat und danach ging gar nichts. Torwart, Torwart, Torwart. Der Torwart. Mann.
8 Punkte von der Relegation weg. Das ist eigentlich schon echt ein Puffer. Sandford kann ich mehr kaufen, ne. Auslaufende Verträge. Goretzka, Süle, Pavard. Ich hätte den sofort genommen. Sofort. Aber die wollen alle nicht. Scheiße. Herr W. ist halt dreckig getroffen. Mein Gott, ablehnen, Junge. Was ist denn mit dir? Knolli, Mann. Gut. PSG ist aber zumindest mal dran. Der kann nicht so kacke sein. 2 Wochen Ausfall, alles klar. Tony Mahoney. Darmstadt Bayern, chillig. Geile Weiber. Ortega NW ist mittlerweile, glaube ich, zu alt. Müsste 36 sein, glaube ich. So, wie sieht's denn aus? Wir werden ihn das Leben jetzt mal schwer. Gegen Darmstadt müssen wir gewinnen. Ich bitte dich. Da ist er doch direkt, Chat. Guter Einkauf. Wir schießen mal ein Tor nach 3 Spielen. Und ich werde laufen lassen. Darmstadt keine Chance. Ferry kann mal wieder treffen. Ferry, was ist da los? Note mitnehmen? Irgendwie ist es das nicht. Ferry? Guck mal, wer die Vorlage gibt, Chat. Guck mal bitte, wer die Vorlage gibt. Mit Darmstadt wieder ins Spiel. Mann! 0-0 wäre besser gewesen, ja. Danke für diese Erkenntnis. Scheiße. Ja, aber Stadion ist in 23 Tagen abgeschlossen. Das darf doch nie wahr sein, ey. Dachte, ich kann die Note mitnehmen. Waldfuß, weil ich will, dass sich Scholl entwickelt. Und ich Cody in dem Falle besser gesehen, aber im Spiel davor hat auch gut funktioniert. Der hier, was ist los mit dir, ey? Da kommt gar nichts. 0,0. Und jetzt die Bayern. Da habe ich ja Bock drauf. Pulisic kommt runter. Das ist auch ein Einkauf gewesen, du. Meine Fresse, ey. Die sind nur Dritter, Chat. Alles gut, alles gemütlich. Da wird das Spiel sein, was wir 1-0 gewinnen werden. Wenn ich hier die Fünfer sehe, da sehe ich schon wieder alles. Ey, wir sind sogar besser. Boah, wir sind ja überhaupt nie da, hör mal. Unentschieden, Niederlage, Niederlage, Niederlage. Wir können einfach nur froh sein, dass die hier, die drei, einfach selten dämlich sind. Aber Chat, nicht vergessen. 0-0 wäre besser gewesen. Kommt gut zurecht, wo? Wenn das gut ist, Junge, dann möchte ich gar nicht wissen, was scheiße ist. Der ist vollkommen zurecht. 3 Sterne. Eieiei. Und für die Gehälter. Ja, Junge, du hast doch scheiße gespielt. Kann ich nicht erhöhen. Geht nicht, Junge. Geht nicht. Pulisic nie und immer 20 Millionen wert. Nee, absolut nicht. Das Bittere ist einfach nur, wir haben den noch eine Saison. Weil ich dachte, das könnte was geben, weißt du? Vielleicht ja jetzt, weil er besser. Er kommt ja gut zurecht, Chat. Er kommt gut zurecht. Ich weiß nicht wo, aber nicht bei uns im Verein. Medailltrainer habe ich reingemacht gerade, dumme. Ja, sicher, Frankfurt. Die wollen Cashback haben, weil wir die Leute von denen gekauft haben. Dass wir da einen haben, der auf 90 rumrennt, aber wirklich Impact hat dann auch nicht. Dachte halt hier 93 Ecken. Wobei, das sieht noch okay aus. Wir sind halt verwöhnt durch die Kessler-Statistik, ne? Dritte, zweite Liga. Da sieht das schon beschissen aus hier. NW-Markt ist wirklich nichts da. Ihr glaubt nicht, ich habe 3 Stunden Markt geguckt. Ich bin jeden Verein durchgegangen. Ich bin jede zweite Mannschaft durchgegangen. Nichts. Gar nichts. Wirklich nichts. Und am Ende war ich dann in der MLS. Und da haben wir dann mal 2 Spieler bekommen. Kevin, du bist doch wieder da. Was kann ich dem denn erzählen? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Boah, die rennt auch auf einer Form rum hier, du. Hättest du Andersen behalten können? Ja, der war ja komplett kacke, Alter, hinterher. Der war 37 oder so. Stuttgart, 1 Platz vor uns. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn mit dem Mittelfeld los?
Mittelfeld ist gut. Torwart-Nominat 2-5, ja, das ist... Kevin versteht, also... Junge, du bist angeschlagen. Wie soll ich dich denn spielen lassen? Erkläre es mir mit Fitness 46, Mann! Stubenarrest, 3 Wochen. Und Computer wird auch nicht angemacht. Boah, Maximilian, das wird nix. Ich glaube, das haben wir uns selber verzockt mit der Hinrunde. Und mit Doppel-ZM ist ja noch offensiver. Ja, Spielmacher raus, könnten wir mal überlegen. Aber das hat halt alles funktioniert, ne? Wir nehmen mal Spielmacher raus. Ich dachte, das wäre Max Meyer, Alter. What the fuck? Einfach aus wie Max Meyer. Skalina Salzburg. Paul Wanner, 135 Millionen. Teamwork, volle Möhre. Aber die kaufen alle nicht schlecht ein. Ja, der, an dem war ich dran, der wollte nicht zu uns. Und den wollte ich ausleihen, Chat. Ging aber nicht. Der hat meinen Stürmer gehabt. Ey, Bruder, du kannst Tore machen? Echt? Ja, krass. Auch mal bei uns ein Tor machen. Ich habe halt keine hängende Spitze, Chat. Ich habe keine hängende Spitze im Team. Und der ist auf hängende Spitze. Guck dir das an. Der hat 2 Tore gemacht auf hängende Spitze. 2. Und der kann immer hängende Spitze. Das ist der 71. Das ist ja das Problem. Du kriegst ja keine hängenden Spitzen. Und der hat 69. Ich probiere das jetzt noch 2 Spiele. Stadion ist fertig. Let's go. Wie sieht das jetzt aus, kartenverkaufstechnisch? 17.000 nur gegen Leverkusen? Was ist das denn? Bei Leipzig lasse ich aber Top-Zuschlag. Da müssen wir ein bisschen mehr noch Dings, dass wir mehr Zuschauer reinkriegen. Weiß gar nicht, ob das über Kundenzentrum ging oder so. Da müssen wir gleich mal schauen. Das ist zu wenig hier. Stadion muss pickepacke voll sein. Thilo hängt auch in eine Seile. Wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ich freue mich gar nicht mehr bei Toren, hat eh keinen Sinn. Puh, in so einem Spiel trifft er. In so einem Spiel. Am Torwart scheint es ja nicht zu liegen. Wieder eine 2-5. Was sind das für Noten hier? Kaber eine 6, Alter. Kessler eine 4. Also Konter war es auf jeden Fall, glaube ich, nicht, Chat. Konter ist es gar nicht. Und Hannover gewinnt. Jetzt müssen wir langsam aber sicher mal anfangen. Tja, Kessler, du hast dich leider aber auch nicht für mehr beworben hier. Boah. Und wieder ein Torwartwechsel. Let's go. Übergewicht auf der 6. Und nicht dein Mann. Ey, entscheidendes Spiel jetzt gegen Hannover. Also wenn wir das auch verlieren, ich möchte nicht drüber nachdenken. Alaoui verletzt. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Komm jetzt bitte, Alter. Let's go, Mann! Immer einfangen, immer einfangen. Warum? Noten sehen aber gut aus. Sturm auch. Ich lass laufen. Aber ausgeglichenes Dingen. Ferry! Let's go! War das wichtig, Alter? Boah, 2 Plätze gut gemacht. Ne, wobei 1, Entschuldigung. Aber... Hannover auf Distanz gehalten. Ei, Karamba, ey. Maximilian auch genetzt. Schön. Ja, und wir können 3 Sachen gleichzeitig ausbauen dann. Komm, weitermachen. Du brauchst den Stern. Wievielte Saison? 6. Chat? 6. Saison? 5. 6. Okay, Verletzung in der 2. 6. Nein, 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 nein. So, wo kann ich hier Dings? Ist das Kundenzentrum? Ticketverkäufe, ja. Es ist doch schön. Einfach schön.
Hinten so schön. Hä, hey, weißt du, was mit Pulisic passiert? 77? Vielleicht will der nochmal. Da rein gegen Frankfurt. Let's go. Paul Wanner macht ein Tor. Pulisic, let's go! Der Beste! Ey, wir sind eigentlich, ey, wir haben mehr vom Spiel. Komm, Wanzeier, mach ein. Kevin? Kevin auch einfach nur eine 4, ne? Könnt einfach nur froh sein, dass Hannover... Und die haben nur 1-0 gegen Leipzig verloren. Nur 1-0 gegen den Tabellenersten. Jedes Tor ohne Vorlage sind es Elfer oder Freistöße. Kann, na, nicht zwingend immer, aber oft. Weil da steht halt nur Elfmeter verschossen, wenn er ihn nicht reingemacht hat. Da steht nicht Elfmeter-Tor oder so. Mannschaft der Woche, Thilo wieder im Team, wichtig. Ich würde gern sagen, der Sieg ist für dich. Ich bin mir aber gerade äußerst unschlüssig. Boah, Bruder. Oh, Jungs. Max Klimaanlage macht da 3-0. Paul Scholl eine 6. Ist gut, ey, ist gar nicht schlecht. Gar nicht mal so gut. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Hannover 1-0 gegen Fürth verloren. Jetzt kommt Fürth hier auch noch mit rein, oder was? Gute Griffe. Kader zu schwach. Boah. Ich finde den gar nicht so schwach, wie da wir wieder stehen. Natürlich ist das kein europäischer Kader. Also für europäische Plätze. Aber das, was wir da gerade spielen, da muss eigentlich ein bisschen mehr gehen. Laien spielt nicht. Spielt, das brauchst du aber auch nicht. Krüger geht in den zweiten. Spielt. Vermach. Ja, Hähnchen hier, aber auf der Position haben wir halt auch ein Überangebot. Wir schauen jetzt mal das Freundschaftsspiel, dass die sich da wieder so ein bisschen zurückzocken hier. Das kann ja nicht wahr sein. Dafür zu wenig Tore, ja, das kommt auch noch dazu. Ich glaube, weil die Flügel einfach zu schlecht sind. Ja, guck mal, da kann er treffen. Da kriegt das geschissen. Wenn es mal so in die Liga gehen würde. Kevin nur drei Tage. Also nur das Spiel jetzt, glaube ich. Ein bisschen Form bekommen. Oh, Scholl ist komplett weg vom Fenster. Alter, was ist denn da los, ey? Wir packen den prima in die IV. Zwar nicht seine Position, aber wenn der schon unser stärkster Mann hier ist, dann muss er da zocken. Neuer Tor. Das Problem ist, wir kriegen kaum Keeper, Alter. Ich wollte zu dieser Saison schon einen neuen Keeper holen. Auch da haben wir nichts bekommen. Gar nichts. Ja, Scholl können wir auch nochmal. 2 Wochen Reserve. Ich wechsle jetzt nicht nochmal den Torwart. Komm, gib mir noch dein 1-1 vor der Pause. Mach es, komm. Ja, natürlich, klar. Torwartnote 1. Will nichts hören. Prim auch eine 1, Chat. Jawohl, wir haben mal was richtig gemacht in der Rückrunde. Prim eine 1. Wir haben was richtig gemacht. Richtig gut. Einwechslung, alles stabil von den Noten, alles gut.
Aber es reicht halt einfach trotzdem nicht. 6 Punkte bis Relegation. Maximilian, 2 Buden. Alles für den Stern. Du bist nächste Saison Stamm. Ey, wir werden nicht absteigen, Chat. Hört mir zu. Wir werden nicht absteigen. Wenn wir eines festhalten können, Chat. Wir hatten mit Sicherheit auch in anderen Karrieren schlechte Transferphasen. Aber in der Leipzig-Karriere jetzt ist diese erste Erstligasaison mit Abstand die schlechteste Transferphase ever gewesen. Mit ganz großem Abstand. Egal wen wir holen, keiner funktioniert. Keiner. Wirklich absolut keiner. 17 Wochen. Ey, danke für gar nichts. Mit dir hab ich, ja, den kann ich nicht mal abgeben. Den kann ich nicht mal abgeben. Das ist die Oberhärte, Alter. Wie lange war der verletzt? 3 Tage. Ja, können wir Kevin gleich wieder nach oben holen. Kevin kommt gleich wieder hoch. Ja, ja, der muss irgendwie zwei, drei Monate bei mir sein. Dann können wir den abgeben. Wenn wir Glück haben, Ende März. Wir werden hier weiter ausbauen. Da kenne ich gar nichts. Ja, jetzt kommt Dortmund, Chat. Wird entspannt. Gegen Dortmund wird chillig werden, glaube ich. Schönes 2-0 für uns. Guck mal, und Hoffenheim ist da unten drin. Hoffenheim. Stell dir mal vor, die würden normal spielen. Kevin, Form hoch, Chat. Form hoch hat er. Was hat er jetzt? 20 Moralpunkte verloren? Was stand da jetzt? Du fängst an. Der fängt an. Stand da 20 Moralpunkte verloren? Ey, Chat, ich glaube, ich habe das Team verloren, ne? Ey, pfeif ab die Saison. Pfeif ab, wir bleiben drin in Liga 1 und nächste Saison werden wir hier Kanone alles klar machen. Wie sollen wir es überleben, Chat? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich gerade wie Thomas Reis. Ich bin eigentlich ein sehr guter Trainer, aber das Team will einfach nicht. Das setzt einfach meine Trainingseinheiten nicht um. Also meine Taktik wird gar nicht umgesetzt. Langer Ball auf Ferry. Ferry Kopfballtor. Es ist nicht schwer. Es sind 2 Stationen. Und die anderen, die machen die Räume zu. Mitte zu und fertig. So, guck mal, wenn die zuhören, dann führen wir. Langer Ball auf Ferry. Ich mach gar nichts, ne? Hier wird nichts geändert. Ich wechsle nicht. Jetzt muss ich wechseln. Ihr spielt so durch. Ich werde hier nichts tauschen. Kevin! Let's go! Pulisic mit der Vorlage! Ich habe immer gesagt, das war ein guter Transfer-Chat. Christian Pulisic war der Main-Man-Transfer, weil der krass ist. Yusufu, ey, ich habe von Anfang an gesagt, mit dir als Nummer 1 in die Saison reingehen, unangefochten, wir hätten keine Probleme, ne? Aber der Vorstand, die Fans, die wollten dich nicht im Tor sehen. An mir lacht das nicht. Boah! Junge, Hannover hat verloren, ne? Ja, ey, das muss es jetzt aber gewesen sein, Chat. Das sind verkackte 9 Punkte. Meine Herren, ey. Kevin bedankt sich, ey. Plus 20 Moral, ne? Wieder habe ich gehört. Ja, und der bittere Beigeschmack ist, dass wir RB zum Meister machen. Aber wir müssen gerade noch auf unseren eigenen Arsch gucken. Wobei umgekehrt, wir gewinnen ja auch gegen RB Leipzig gleich. Dann ist wieder... Wisst ihr? Dann ist wieder alles normal. Paul Scholl 2 Tore, Kasak 2 Tore. Die 2. gewinnt gegen Osnabrück 6-0. Leverkusen ist einfach auf Platz 10. Was ist denn da los? Okay, okay. Paul Scholl 2 Buden. Junge, du bist der Beste. Mixmann, unverändert zum Dings. Unverändert zur Hinrunde. Die scheiß Europameisterschaft ist auch noch, ne? Ja, Reiz oben lassen. Kusk Erfahrungsstufe. Perfekt. Reiz ziehe ich wieder hoch. Was die da rumrennen haben, ey. Yusufa kann noch einen kriegen, ja. Kundenzentrum, Medizinabteilung, Wellness. Dann ist Saison Flügel, da muss, ich hoffe, wir kriegen ein bisschen Prestige, aber ich glaube fast nicht. Und das wird dann schon echt belastend werden. Der hat auch voll krass gespielt, ist dann auf einmal stehen geblieben. Gegen Leverkusen. Okay, können wir mitarbeiten. Prim eine 3, ist okay. Dafür hat Cody jetzt mal endlich eine 1. Agulera eine 4-5, das ist nicht gut. Bau auch wieder nur eine 4-5. Patrick Schick. Wirtz ist immer noch da. Mein Gott.
kurz vorne Laui rein. Ha! 2-1. Ja, aber die 9 Punkte bleiben. Und Leipzig 4 Punkte vor. Es gibt nicht mehr viel Spielraum. Wenn sie enttäuscht sind, werden sie schon bald nicht mehr Trainer. Das war, Junge, ich spiele hier ohne Entlassung. Und wie ich hier bleiben werde. Ich dachte, ich kann mit denen reden. Du hast den Vorstand verloren. Ich werde weiter fighten, Chat. Ich werde dranbleiben. Hoffenheim, die sind Letzter. Ja, können wir abgehen. Ey, wir machen sogar noch Plus, Chat. 10 Millionen. Wir machen sogar noch ein bisschen Plus. Weg. In die Reserve. Das ist auch ein Scheißdreck, du ehrlich. 10 Millionen, tschüss. Hey, Jungs, gegen Hoffenheim. Das wird er doch wohl packen jetzt. Bratolone, 1 Stern. Knolli, 2 Wochen. Knoll auch verletzt, ja. Aber wenn er spielt, ist er gut. Boah, ist der Tabellenkeller-Fight, ey. Ja, mit Gelb, Gelb-Rot können wir uns nicht erlauben. Muss ich runternehmen, egal wie gut du bist. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass ausgerechnet er hier den Reinkacker macht. Junge. Das ist doch... Keke Top, 19 Tore. Ja, verletzt sie auch noch. Hätte es eine Alternative werden können. Also das kommt mir hier gerade noch schwerer vor wie mit Rot-Weiß Essen in der ersten Saison. Ich glaube, wir brauchen echt was Altes im Tor, ne? So 30 aufwärts oder so mit Erfahrung. Aber find das mal. Beziehungsweise kriegt das mal. Wir werden kein Prestige kriegen. Wir werden gefühlt die gleichen Flachzangen kriegen, die wir diese Saison bekommen haben. Und das war halt wirklich nicht viel. Takura ist immer noch angeschlagen. Na ja, Nick, immer ja nicht. Die letzten zwei Saisons sind wir ungefährdet durchgerannt. Da sind wir natürlich auch ein bisschen verwöhnt, aber wie das hier gerade abläuft, das kann nicht sein. Das ist in allen Belangen zu wenig. Ziel der Saison, nicht Abstieg. Deswegen verstehe ich auch nicht, was der Vorstand da so ein Theater macht. So, Dante ist weg. 10 Millionen wieder in die Tasche. Konnten wir ein bisschen kaschieren wenigstens. Leipzig, Wolfsburg, Mainz, Schalke. Da kann ich mir geilere Restprogramme vorstellen. Gegen Fürth müssen wir gewinnen. Fürth muss ein Sieg her. Co, Junge, was ist mit dir los? Wie lange braucht der? Auch der Wahlmark hier, da müssen wir uns nächste Saison wirklich was überlegen. Der spielt ja gar keine Geige gefühlt. Ich ziehe auch immer Kusk vor, das merke ich ja selber. Und dafür hat der zu viel Marktwert, Alter. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir gescheite Upgrades bekommen. Wie lange war der Laie? Ich glaube, den werden wir ziehen. Chat, den werden wir ziehen. Der spielt einen soliden Part. Hast du nach Saison eine Szene? Nee, wir reagieren noch auf Alpha-Kevin-Video. Der hat irgendwas zu mir gesagt, keine Ahnung. Das wollten wir uns noch reinziehen. Gegen Fürth, komm. Das ist... Kevin Krolleck, let's go! Bist doch mein Junge. Ha, es geht doch, Mann! Boah, das haben wir gebraucht. Das haben wir gebraucht. Dass auch mal wieder ein bisschen Stimmung hier reinkommt. Lauina 1. Da, wo es um die Asozialen geht, genau. Da waren wir Thema. Kevin gefühlt nicht viele Scorer, weil der, ja, der war die ganze Hinrunde verletzt, ne? Leipzig. Cody können wir nicht verkaufen, Notzen. Vertrag läuft eh aus. Der wird so oder so ablösefrei gehen. Aktien, 10% Verlust, 13% Verlust. Sind wir doch da, Chat? Ist doch gemütlich, ist gut. Chillig. Kevin Krolleck. Nein! Eigentlich gut, aber wieso Eigentor?
Dieses verkackte Eigentor. Eigentor eingewechselt. Hätten wir den nicht eingewechselt, dann hätten andere das Eigentor gemacht. Aber Kevin gerade da. Aber wir sind ungeschlagen gegen Leipzig, Chat. Wir haben beide Spiele unentschieden gespielt. Beide unentschieden gegen die. Damit kann ich arbeiten. Ist halt belastend, wie das Spiel gelaufen ist. Den Sieg, den hätten wir gerade in der Situation gebrauchen können. Nicht wegen Tabelle, einfach wegen Stimmung. Aber wir werden uns jetzt nicht beklagen. Renovieren wir hier die Scheiße einmal. Und der ist nicht meine Mannschaft der Woche. Das ist eine Frechheit. 25 Wochen, damit ist der nächste Abgang safe. Brauchen wir gar nicht groß gucken, weißt du? 16 Millionen, der nächste. Lange war der hier bei uns, ne? Ich glaube, zweite Saison haben wir den geholt. Aber ich werde jetzt darauf nicht mehr achten. 15 Millionen Augsburg, 25 Wochen. Da haben wir keine Zeit für. Zumal wir eh die Defensive ein bisschen neu umstrukturieren müssen nächste Saison. Ist gut, dass sich unser bester IV jetzt auch noch verletzt. Ist gut. Ist ein guter Zeitpunkt, oder? Hat er sich gut ausgedacht. Ich brauche nicht auf Forderung stellen, Hobbysystem. Wenn die hier das bieten, dann nehme ich das mit und fertig. Ich will, dass der sofort weg ist. 10 Millionen ist so weit weg von 16. Wenn ein Verein die 15 geboten hat, dann nehme ich die mit. Das blockiert mir nur den Transfer. Weil solange wie die da verhandeln, wechselt er nicht. Vereinszentrum. Sponsoren verhandeln. Nee. Plakatwand. Medienzentrum. Was bringt der Medien? Come on, you! 65 Gegentore ist gar nicht so schlecht, ne? Ey, die würde ich zum ersten Mal würde ich die Ansage hier mitnehmen. Trainingszentrum, Trainingsplätze. Können wir da was machen? Wir machen jetzt die Vorbereitung für die nächste Saison hier. Gebt euer Bestes. Ja, das war krass, dass wir die letzten Spieltage gefühlt gegen alles von oben zocken. Punkt wäre big. Kevin fucking Krölek. Kevin, gerade unsere Torversicherung. 1-0 gegen Wolfsburg. 10 Spiele, 6 Tore. Imagine, wir hätten den die ganze Saison gehabt, der wäre nicht verletzt gewesen. Wir wären so in die Champions League spaziert. Plus 4. Minus, gut. Plus 3. Plus 2. Maximilian nochmal 2 Tor. 75, let's go. Bitte krieg den Stern. Bitte krieg den Stern. Der muss den Stern kriegen, Chat. Muss. Boah, mit den Sternen können wir richtig arbeiten. Krieg den scheiß Stern. Marek, ich sehe deine letzte Nachricht nicht. Tuglu wechselt. Da haben wir 25 Millionen so eingenommen schon mal. Das ist echt stabil. Wenn er gut... Ja, aber der entwickelt sich da nicht mehr gut. Dann ist auf einmal Niveau zu hoch, da wo er spielt, dies, das. Das bremst halt extrem eine Entwicklung. Jetzt wollen sie ihn wieder zurückhaben oder was ist los? Könnt ihr vergessen. Der ist bei mir jetzt. Festgespielt. Klassenerhalt haben wir geschafft, ja. Ah, Yusufu steht und fällt aber auch. Kriegt er den Stern nicht, werde ich mich händeringend nach einem neuen Keeper umsehen. Keke hätte man Anfang der Saison leihen können, aber haben wir erst in der letzten Saison gehabt, Keke. Ich wollte jetzt nicht zwingend wieder den holen, den wir letzte Karriere versucht haben zu pushen. Sonst holt es halt immer das Gleiche, weißt du? Und 1-2 haben wir ja schon geholt. Eigentlich schaue ich immer, dass wir viel neues Zeug holen. Wird halt ab einem gewissen Punkt schwierig. Selbst Pulisic fängt an zu treffen, ey. Wieso nicht von Anfang an so? Dann wäre doch alles wesentlich entspannter gewesen. Guck dir das an. Auf einmal geht alles. Und wie das geht. Das einzige Gute ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen in letzter Zeit aufgedreht oder irgendwie sowas bei der Auf- und Abwertung kriegen. Kurt Rüger. Zufriedenheit mit ihrer Arbeit. Ist verwirrt, aber glücklich. Hab ich noch nie gelesen. Ey, der ist verwirrt, aber er ist glücklich damit, dass er verwirrt ist. So, letzter Spieler gegen Schalke. Der ist auch nur verletzt, ne? Brückmann. Also quasi wie jeder verheiratete Mann. Fitnesspack, was können wir denn noch nehmen? Wir haben Fitness auf 6. Wellness nochmal rein. Hochziehen müssen wir, ne? Ja. Und Schorsti kriegt ja kein Abschiedsspiel. Der ist ja keine Vereinslegende gewesen oder was weiß ich. Das Einzige, was der hier in den Verein reingebracht hat, war Unruhe auf der Torwartposition. Letztes Spiel für diese sehr, sehr nervenaufreibende Saison. Und Prim ist direkt mit der Vorlage wieder am Start. Bauer hat es aber hinten raus echt stabil gemacht, ne? Wo der Stamm war. Hey, Kasper, Junge! Guck mal, wie das eigentlich laufen könnte, ne?
Eigentlich, wenn du eingespielt bist mit der Truppe, hör mal, da wären wir doch voll da. Die letzten Spiele waren so souverän. Ich glaube, wir haben alle letzten drei Spiele alle gewonnen und gehen trotzdem auf Platz 14. Und Leipzig ist einfach Meister. Meine Fresse, du, ey. RB einfach Meister. Mann, 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 ey. Aguilera, Krölek, Lowy, Prim. Ach, der ist sogar Fanliebling, der Prim. 1700 Trikots. Ja, Innenverteidiger, Torwart. Oh, Wunder, gar nichts dabei. Außenbahn, Pulisic, Bau, erweiterter Kreis. Gildenbeck, Prim. Aguilera und Sturm. Gar nichts. Ey, ich sag mal, Saisonziel ist irgendwo erreicht. Wie wir das erreicht haben, darüber lässt sich streiten. Aber ich bete einfach nur, dass wir irgendwie Prestige kriegen. Ich weiß nicht, woher wir das bekommen sollen. Und ich hoffe, hier kackt jetzt keiner komplett ab, Mann! Schon beschissen, Alter! Maximilian plus 1. Gut. Gut. Ich sag mal, so wie die Dings, so wie die Saison verlaufen ist, können wir eigentlich zufrieden sein. Das Problem ist wieder, dass zwei Schlüsselspieler mit Krölek und Bau beide eine Abwertung gekriegt haben. Das ist halt echt kacke, Alter. Das hätte lieber andere Spieler treffen können. Aber na gut. Die Saison ist vorbei. Nächste Saison ist eine neue Saison. Erkenntnisse mit Kurt K. 3, 2, 1. Ja! Let's go! Let's go! Aha! Yusufa 3,5. Selbst Schablas! Schablas kriegt in der 10. Saison seinen 4. Stern! Boah, hier, Ali Bülbül! Ja! Hey, guck mal, das ist geil! Das hat hier gefühlt genau die richtigen getroffen. Bruder! 5 volle! Ich hab's mir fast gedacht. Ich habe mir fast gedacht, ich kann nicht geben mehr. Oh, ich weiß nicht, ob wir den verlängern können. Reitz hat auch den 4. vollen gekriegt. Moreira auch 4 volle. Ja gut, vielleicht doch kein neuer Torwart jetzt. Vielleicht doch kein neuer Torwart, Chat. Vielleicht bleibt er. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht doch noch ein neuer Torwart. Ah, die Dings, die Talente, das hat mich jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückgeholt. Das war so wichtig. Marktwerte sind erst zur neuen Saison angepasst. Hamburg kommt in Liga 1 und Kiel in Liga 2, Rostock in Runa. Mit sowas fangen wir gar nicht erst an, Chat. Mit sowas wird hier nicht angefangen. Das sind keine Verbesserungen. Aber solange wir Kevin verletzt, war die Abwertung leider klar. Ja, safe. Aber der hat ja hinten raus wieder, war ja wieder voll da, ne? Ohne den hätten wir die ganzen Spiele gefühlt nicht gewonnen. Man hofft dann immer, dass wenigstens gar nichts passiert, so. Die jagen wir mal auf den Lehrgang. Wie sieht's mit der Infrastruktur aus? Da wird gebaut. Trainingsplätze, Zentrum und Wellness. Wichtig. Ja, du gehst ja jetzt eh erstmal wieder in der zweiten. Was für unterbezahlt, du. Chill mal ein bisschen. Das Problem ist, wir werden von den Stärken her keinen besseren Stürmer kriegen, wie wir jetzt gerade haben. Hat er getroffen? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, da gezeigt er, das kann. Aber das hier, das ist ja, boah. Ich meine, man muss bei ihm fairerweise sagen, der hat die Hinrunde gefühlt fast voll auf hängende Spitze gespielt, ne? Bevor der nächste Saison weniger Marktwert hat, ich werde den sofort abgeben jetzt. Der spielt keine Geige bei uns. LOL! Hat aufgrund seiner verletzten Situation und auf den Rat der Ärzte dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden. Es geht einfach nicht mehr. Ich habe in meiner Karriere schon einmal eine solche schlimme Verletzung gehabt. Und noch einmal möchte ich das meinem Körper nicht mehr antun. Zumuten, der Spieler wird damit aus ihrem Kader... LOL! Krass. Hab ich auch noch nie gelesen, ne? Kusk auch weg? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Der war halt einfach nicht. Da müssen wir die Kohle mitnehmen. 3 Millionen, wenn wir Glück haben. Ist halt auch schon alt. Aber dann haben wir das jetzt schon weg und gut ist. Brauchen wir uns nächste Saison nur um, ja, 2,7 weg. Maximilian, Junge, du bist jetzt 2 Minuten in der ersten Mannschaft und stellst hier Ansprüche. Was soll das denn?
Arroyo nicht weg, der kann beide Seiten zocken. Ich habe keinen Bock immer für zwei Positionen da drei Leute auf der Bank zu haben. Zur Not schieben wir den ein, zweimal in den zweiten, da müsste der auch wieder auf seine Stärke kommen. Ist ja eh nur Bankspieler. 2-7 wurde er schon akzeptiert, weg. Michael Turk muss noch ein bisschen anziehen. Der aktuell die Bratwürstchen, die der uns hier gibt. Kurs gewechselt und Wallemark auch. Boah, wir haben gut Geld eingenommen, Chat. Wir haben noch den warme Eier da, haben wir noch verkauft für 10. Ich hoffe nur, wir kriegen gescheite Leute, Alter. Prestige 12-8. Kasa geht kein Vertrag, der will nicht. No chance. Gescheiterte Leute gehen auch. Ja, dann ist aber nicht verkehrt, dass wir die jetzt abgegeben haben. Dann sind die schon weg, da brauchen wir uns damit nicht beschäftigen. Bayern holt den DFB-Pokal. Deutschland macht Deutschland-Sachen, fliegen raus. Bülbül ist so oft verletzt. Der war jetzt gerade schon wieder verletzt. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal eine ernsthafte Rolle spielen wird bei uns. Will ich langsam mal einen Spezialarzt einstellen? Türkei, ey. Die Türkei ist echt stark, ne? Dänemark, Kuss geht auch einfach durch. Der wird wahrscheinlich Spieler des Turniers. Talente einige erhöht. Ja, ich glaube 7-8 Stück oder so. Trainingsplätze nehmen wir auch noch mit. Ach, wegen Trainingszentrum. Ne, geht noch nicht. Scheiße. Dann machen wir Kundenzentrum wieder. Geht nicht, weil wir kein Geld haben. Medienzentrum, Flaggenmast, Fitness. Jetzt habe ich Finanzzentrum gemacht, ich Trottel. Egal, ist auch wichtig, Chat. Finanzen immer wichtig. Ja, Schulungszentrum hätten wir auch machen können. Aber ich glaube, Schulung kostet nicht so viel. Können wir danach nochmal machen. Kröleck war ganz saisongefühlt verletzt. Der hat die letzten 10 Spiele nur gemacht. Der hat eine Abwertung gekriegt. Bam, 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 bam. Niklas Stari, nein. Scheiß auf Bildung. Ey Junge, Türkei ist der, ja, und Dänemark. Ich sag euch, Kaspar Kusk wird Spieler des Turniers. Der wird plus 10 kriegen und wir haben den gerade für 3 Millionen verkauft. Es wird passieren. Die Jungs aus der Reserve wieder hochziehen. Wieso, Schuhe? Hä? Ich glaube, du hinkst hinterher, ne, oder? Itakura auch rausgeflogen. Immer so Spieler des Turniers. Ne, sind rausgeflogen. Gegen Norwegen-Türkei, Alter. Einfach Norwegen-Türkei-Finale. Ali Bülbül. Wir haben Ali Bülbül einfach zum Nationalspieler gemacht. Der wird einfach Europameister. Aber wobei ich sage, Norwegen macht's mit Haaland, Ødegaard und so. Wer ist Meister? Ich kann das nicht anklicken eigentlich, ne? Eigentlich will ich Mainz anklicken. Bäh. Wer ist der beste Spieler der Welt? Erling Haaland. Okay. Okay. Ich weiß nicht in welcher Welt, aber Vertrauen in sie ist nicht erschüttert. Ja, wie ich doch wohl meinen. Norwegen holt das. Norwegen Europameister. Könnte in Real Life auch gerne mal passieren. Bin ich euch ehrlich? Gehe meine Trading-Karten nach oben. Da ist das Ziel. Uruguay holt da das Ding. Algin, Salchon, Christensen, Victor Nelson. Nee, ist aber nicht dabei, Chat. Ist nicht dabei. All good. Prestige werden wir jetzt gleich sehen. Ah, Schulungszentrum, ne? Ineffektivste Wort Weghorst. Tops und Flops. Beste Sturm, unfairste Mannschaft, beste Auswärtsteam. So wirst du Meister, Chat. Unfairste Team, zack, Sturm gut, Abwehr gut, Meister. Taktisch verschlechtert, sehe ich nicht. Pokal, zweite Runde raus. Deswegen, wenn wir Pokal wenigstens ein bisschen weiter kommen, dann hätte vielleicht was gehen können. Prestige zerstört einfach das Spiel so ein bisschen, weil man keine Spieler kriegt, die besser sind. Ich weiß, was du meinst, Yannick, aber andererseits schreien auch viele, dass es zu einfach ist. Und wenn du dann eine Challenge hast und mit dem arbeiten musst, was du nur kriegst, um Erfolge zu feiern und dadurch Prestige zu kriegen, ist auch wieder nicht gut. Ne? Ich weiß aber, was du meinst. Ab einem gewissen Punkt ist das echt ein bisschen schwierig. Dortmund, Euroleague, Champions League, City, Supercup, Villarreal. Hoffenheim, beste Jugendarbeit. Das hat in den Abstieg gebracht. Ist er doch. Donnarumma. Ja, der kann keine Freischüsse, Chat. Der kann nichts, Junge. Der Ecken 12. Der ist ja schlecht. Da sind ein paar Leute hier, du. Er geht ja lieber mit Charity Gala, ne? Aber die muss halt sitzen. Bremerhaven. Ja, let's go. Erste Runde, easy Kiste, habe ich gehört. Ja, hier sind wir nicht drin. Schade. Warum nicht? Jede Woche eine Charity. Gesichertes Mittelfeld haben wir jetzt. Wir machen untere zweite Runde. Boah, aber wir haben Geld, Chat. Das war so gut, dass wir die verkauft haben. Wir haben richtig viel Geld. Und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen... Ja, der hat auch gar nicht mehr gespielt. Der ist komplett scheiße geworden, der Bruder. Chillig. Vertragt euch wieder. Geil. Mit Kaba. Gut. Guter Einstand. Prestige. Gleich geblieben. 12-8. Nicht gut, nicht gut. Yusufu, 15 Millionen. Kaba, 26. Itakura, 8 Millionen. Prim, 34. Oh, schon auf 78.
1% noch. Bremt 13 Millionen. Gildenberg 25. Rüger 21. Kolek 15. Pulisic 13. Bau 17. Ferry 30. Scholl 12. 4-4. Reitz 27. Alawi 30 auch. Okay, der ist eh neu. Wurster 2-1. Schmiel 10. Krüger 1,7, Vermache 9,8, Monamai 7,3, Olivi 4,1, Rodic 400.000, Agulera 34, Maximilian 11 Millionen Marktwert. Damit kann man arbeiten. Aber wo ist denn das Talent? Wo ist denn der Fulle Möhre, Bruder? Ist der hier wieder? Junge, komm mal hoch hier. Der wird mehr haben, scheiße. Der wird eigentlich mehr haben. Der wird nicht nur 16 haben. Ja, da müsste man dann mal gucken, wie wir dann reingehen. Das Problem ist, der kann überhaupt keine Standards. Sprich, den kann ich nicht rausnehmen. Auf Außen ist der zu... Boah. Boah. Dadurch, dass wir kein Prestige dazu bekommen haben, möchte ich gar nicht auf den Transfermarkt gucken, ne? An die hier auf YouTube. Das war es. Wir sehen uns Sonntag im Stream wieder. Sonntag, ganze Saison. Tritra, Trolala. Daumen nach oben wäre ein Träumchen. Macht es gut. Tschüss.